So, da sind wir schon wieder zurück. Ihr wisst ja, neuer Tag, neue Tagesaufgabe, neuer Shop, Shop eben hochgeladen. Jetzt ist die Tagesaufgabe dran und wir müssen machen: Landen verschiedenen Matches bei Frosty Flights oder Haunted Hills. Bedeutet, wir müssen drei Runden spielen. So, einmal, wie gesagt, einmal bei Frosty Light. Wir können auch dreimal hintereinander bei Frosty landen oder dreimal bei Haunted, ist egal, aber immer einmal da und dann nächste Runde. Also wie gesagt, drei Runden müsst ihr definitiv spielen. Ich gehe dafür einfach jetzt mal in Solo-Modus. Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Vor lauter schnell, schnell, schnell. Frosty oder Haunted? Weil wenn man in der Aufnahme ist, ist man mit Gedanken schon weiter. So, und was anderes. Ihr seht hier unten, jetzt sind wir schon bei 12 Zahlen, die bereits enthüllt sind, sage ich jetzt mal. Die 13. Zahl kommt bei 260 Abonnenten, falls du neu auf dem Kanal bist. Guck einfach in der Videobeschreibung nach, da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich genau erkläre, wie das abläuft. Und die alten Hasen unter euch wissen ja, Ladebildschirmzeit ist Kommentierzeit und Likezeit. Eigentlich Likezeit und Kommentierzeit. Aber wenn du noch kein Abonnent bist, hau jetzt dein Abo raus. Weil ich denke mal, wir haben uns bestimmt schon mal gesehen und du weißt auch, Support ist kein Mord. Und dafür gibt es ja auch für euch immer irgendwas. Wie gesagt, ich habe ja versprochen, da unten wird immer ein Code stehen. Sei es 10 Euro, 20, 50, 100. Mal gucken, was die Zeit so mit sich bringt. So, dann gehen wir mal direkt rein in die Aufgabe. Also wie gesagt, entweder landen wir hier, wo jetzt die Insel gerade ist, oder wir landen da. So, da wir die Aufgabe eigentlich ziemlich schnell haben wollen, würde ich sagen, landen wir direkt bei Haunted. Unterhalb der Insel halt. Aber die Insel macht echt einen schönen Bogen. Muss sagen, inzwischen ist es schon bald einmal komplett rum. Aber ich denke mal, bei Haunted werden jetzt sehr viele landen. So viel Loot ist eigentlich gar nicht da. Mal gucken, wie es abläuft. Ich denke mal, vom Gefühl her, vielleicht ein Kill, dann tot. Erste Runde, man kennt es. Lex ist auch schon da, heißt schon mal, wir sind definitiv nicht alleine. So, jetzt ist die Frage, wann öffne ich den Fallschirm? Jetzt. Ja, ich glaube, ich kann noch später. Ich will halt auch nicht zu spät da landen. Ja, vor uns ist derselbe Gleiter, den wir haben. Geht's auch hinten hin? Also ich gehe am liebsten immer hinten hin. So, ihr seht einmal. Blöder Zaun, ey. Jetzt eine Pump kriegen wir natürlich Bombe. Aber den versprochenen Kill haben wir schon mal. Jetzt hoffe ich noch nicht, dass sie pusht. Ich sehe keinen. Ich höre aber einen runterkommen. Muss auch jetzt umspringen. Problem ist natürlich die auf der Insel. Schmeckt.
schon 2 Kills. Kriegt mir ja schon Angst bei mir. Bam, 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 bam. Sagt die Zone. Zone ist eigentlich okay. Ich weiß nicht, ob er eben runterkam oder ein anderer. Aber es gibt nicht mehr. Dauernd hier die Desaline. Das Gefühl, hier ist gar keiner gelandet. Sache, die Map wird immer größer, desto weniger Gegner findet man eigentlich auch. Außer halt die Standardpunkte. Aber ihr wisst ja, erster Baufight, da war es das eh wieder mit mir. Ich müsste mich halt echt mal einen Tag hinsetzen, wirklich nur bauen, 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 bauen. Ach, die ist bestimmt da oben, gell? Ja, ich dachte, ich könnte da bauen. Da wollte ich mal einen auf Pro-Gamer machen. Am Arsch, direkt in die Bux geschissen. Bam, 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 bam. Schauen wir mal. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Und es laggt. Was ist denn hier los? Schmeckt. Kills. Ich glaub's ja nicht. Aber ich muss doch nicht einmal bauen. Könnte vielleicht daran liegen. Gleich einfach Sniper Headshot. Die Hütte drin, ja. Nicht zu sehr bemerkbar machen. Ihr wisst ja, eine defensive Spielweise. Bam, 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 bam. Sache, ich sterbe gleich 100 pro wegen irgendeinem Fail. Ja, hier war safe auch einer. Das Leben war schon nur noch 17. Davon mal abgesehen. Jo, runtergefallen, man kennt ihn. Oh, ich muss unbedingt das Dings erhöhen, ey. Die Sensi. Hm.
Ah, vielleicht kommen wir in die Top 10. Ich glaube, der ist lost. Komm. Komm. Nein. Nein! Er ist lost, ich bin loster. So, aber ihr wisst ja jetzt, wo ihr landen müsst. Wie gesagt, einmal an Hunted Hills oder hier unten bei Frosty. Und das halt in jeder Runde einmal fertig. Quasi drei Runden habt ihr die Tagesaufgabe fertig. In dem Sinne würde ich sagen, wenn ihr fertig seid mit Lachen, viel Spaß mit der Aufgabe und haut rein.